Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode 72, lieber Defner, und es ist keine normale Episode, weil ich in dieser Woche, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, in Paris Broschüre, was magst du denn da? Da bin ich beim Weltwirtschaftsgipfel, normalerweise der Weltwirtschaftsgipfel, der von der Zeitung mit den großen Buchstaben, jo. Welt, ja, im Januar in Berlin, und jetzt expandieren wir nach Paris und machen das auch im September, und da in Europa ja viel los ist und es um Europa gehen soll, wären wir da nette, wer ist alles spannende dabei? Menschen. Zum Beispiel Frau von der Leyen ist dabei, oder Herr Barnier ist dabei, spannend. Auch spannende Wirtschaftsmenschen. Und du wirst aber darüber berichten in der genau. Welt, nehme ich an. So ja? ist es. Und es gibt was anderes in der Welt, was heute dann der Anlass für diese Folge sein wird, nämlich eine neue große Sonderserie, Mein Geld. Worum geht's da? Genau, da geht's. Mein Geld geht's einfach darum, zu fragen, wie werde ich zu einem guten oder einem besseren Anleger? Und selbst alle, die schon mit uns hier mitgemacht haben und schon denken, dass sie gut sind, heute können sie noch besser werden, weil wir haben jemanden eingeladen dazu. Genau. Wir haben gesagt, wir wollen uns dieser Serie mal vorknüpfen und haben uns einen bewährten Kollegen von dir eingeladen, der viel mit dir zusammen Artikel geschrieben hat und auch an dieser Serie mit dir zusammen arbeitet. Der muss mich täglich ertragen sogar. Büro-Nachbar, der Arme, der ist wirklich gegenüber. Gestraft fürs Leben. Der auch darüber wollen wir nochmal reden. Aber er ist wirklich ein versierter Kenner der Materie. Er hat nämlich eine Banklehre gemacht, Beispiel. Oh. Ja. Und auch im Journalismus zu Hause seit 2002 Finanzredakteur bei der Welt. Und er ist ein sehr erfolgreicher Finanzbuchautor. Zwei Bücher geschrieben: einmal Weltkrieg der Währungen aus dem Jahr 2010 und Alles Gold der Welt ist auch ein Buch aus seiner Feder. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Daniel Eckert. Schön, dass du da bist. Trommelwirbel. Hallo, vielen Dank. Ja, und wer seine Biografie hört, der wird auch wissen, dass er wirklich Ahnung hat. Und vielleicht erzählst du uns, Daniel, mal als erstes, wie bist du zum Geld und zur Börse gekommen? Ja, zunächst einmal schön hier zu sein. Das ist für mich ungefähr so wie im eigenen Kopfkino zu sitzen. Denn ich habe keine eurer Folgen verpasst. Wow. Ich habe mir immer vorgestellt, wie mag das hier wirklich aussehen. Zumal es ja manchmal auch heiß hergeht. Ja, manchmal schon. Ja. Aber zuletzt waren wir ganz versöhnlich. Also Gästen sind wir immer nett, muss man sagen. Ja? Die Gästefolgen waren immer relativ, das stimmt. Ja, da sind wir immer anständig. Ja? Da muss nichts befürchten. Da schauen wir mal. Also ich fühle mich mittlerweile schon als Börsianer der ersten Stunde. Also manchmal kommt mir so vor, als wäre ich schon bei der Gründung des Dow Jones dabei gewesen. Das kommt biografisch nicht ganz hin. Wir erzählen auch gerne vom Krieg hier. Aber tatsächlich kann ich mich noch an eine Zeit erinnern, als es keinen DAX gab. Ich bin nämlich Börsianer seit dem Jahr 1987. Und damals, als Jugendlicher, da war ich 16, hat es mich einfach fasziniert, dass man Anteil haben kann an einem Unternehmen, dass man Teilhaber wird mit einer guten Geschäftsidee, mit einem tollen 16. neuen Produkt. Wie kommt man mit 16 auf so eine Idee? Hast du da irgendein Schlüsselerlebnis? Oder irgendwie Leute gesehen, dass die reich geworden sind und sagst, das will ich auch? Oder wie, ich meine, oder hast du einen Lehrer gehabt, der dich da hingeführt hat? So wie der Defner, der auch 1987 durch seinen Wirtschafts- und Rechtslehrer zusammen mit dem ganzen Wirtschaft- und Rechtskurs an die Börse gegangen ist und sich deutsche Bankaktien gekauft hat. Und da muss man ja auch sagen, im Jahr 1987, da gab es ein ganz einschneidendes Erlebnis, nämlich den ganz großen Crash. Ja, das war in gewisser Weise der Anfang. Aber ich bin bestimmt nicht durch meine Lehrer dazu gekommen. Also die waren an Wirtschaft und Finanzen eher disorientiert oder disinteressiert. Du kommst ja auch aus dem Saarland, ne? Da hat man nicht so viel Ahnung von Wirtschaft. Das würde ich so nicht sagen. Das würde ich so nicht sagen. Nein. Da gibt es schon große Unternehmer auch. Aber die Lehrer waren eher an, sagen wir mal, soziologischen Themen interessiert. Okay. Aber ich habe unheimlich gern gelesen damals schon. Mhm. Und da gab es ja sowas wie das Kapitalmagazin oder Forbes, was manchmal dann in sehr gut sortierten Zeitschriftenhandlungen auslag. Und da habe ich dann drin gestöbert und habe gesehen, es gibt ja einen Aktienmarkt und das ist ja noch interessanter als Gold, weil so meine erste Erinnerung geht eigentlich zurück ins Jahr 1980, 81, als Gold groß in Mode war. Nach der Invasion in Afghanistan hat sich ja alles aufs Gold gestürzt und da ist der Goldpreis ja in kürzester Zeit explodiert. Also das war so die erste Erinnerung, aber mit dem Gold war es ja da dann... Da warst du 11, muss man sagen. Ja. Da hast du dich für Finanzthemen und Gold schon interessiert. Wow, Donnerwetter. Bist du dann so auch mit der Aktentasche in die Schule gegangen und mit zurückgegeltem Haar? Nein, und darüber schweigen wir. Okay, gut. Das war der Christian Lindner. Gibt es keine Zeitdokumente, die das belegen. Okay, gut.
Ja, aber die Idee, sich am Aktienmarkt zu beteiligen, das hat mich schon als Jugendlicher so umgetrieben, dass ich meinen Vater dazu genötigt habe, dass er mit mir zur Kreissparkasse gefahren ist, weil ich konnte mit 16 noch kein eigenes Depot eröffnen. Und dann saßen wir da in der Kreissparkasse und der Berater war vollkommen überfordert. Der hat dann erstmal den Geschäftsstellenleiter gerufen. Da gab es so eine Galerie und der Geschäftsstellenleiter hat sich dann erstmal von oben angeschaut, was für eine merkwürdige Familie das da ist, die im Saarland, in der saarländischen Provinz, kann man sagen, ein Depot eröffnen will, um Aktien zu kaufen. Ja, und es war nicht nur für 16-Jährige damals so schwer. Also man musste ja immer zur Bank persönlich hingehen und musste sich eigentlich schon fast Urlaub nehmen, wenn man mal als kleiner Anleger eine Aktie kaufen wollte. Das war, und einmal das ist am kein Tag Vergleich, durfte man ordern, einmal am Tag zum Kassakurs um 13.30 Uhr oder sowas, ja. Und weißt du auch noch, was die erste Aktie natürlich, war, die du dann gekauft hast? Natürlich, das vergisst man auf keinen Fall. Die erste Aktie, das war Hösch, ein guter deutscher Stahlhersteller. Das waren Zeiten, als man mit Stahl auch noch Geld verdienen konnte. Im Saarland hat man ja Ahnung vom Stahl, ja, ne? Das ist so, ja, ist eine Kernindustrie dort, ja. Und die Hösch-Aktie, die habe ich dann gekauft im Sommer 1987. 87. Und ich weiß noch genau, ich habe mir damals, weil ja Charts noch nicht so verfügbar waren, auf Millimeterpapier selber den Kursverlauf aufgezeichnet. Krass. Und das war so wunderbar, er weil... Was Nerdiges, ja, der. Ja. Ein bisschen. Das war deshalb so wunderbar, weil das in dem Sommer und frühen Herbst 87 immer so leicht nach oben ging. Also es war jetzt auch nicht dramatisch. Ein Kästchen. Aber, ja, ich habe wieder ein Kästchen geschafft. Und dann kam halt Mitte Oktober 87, zwei Monate oder drei, nachdem ich die Aktie gekauft hatte. Und rums, es ging nach unten. Paar Kästchen. Und zwar so weit nach unten, dass meine Skala... Die hatte gar nicht ausgereicht. Dran kleben musste er dann. Oh, ja, aber krass. Das war mir eine Lehre, denn ja, man sieht, an der Börse können auch Sachen passieren, mit denen man nicht rechnet. Und zwar nicht nur nach unten, wie ich dann später gelernt habe, sondern auch nach oben. Manchmal geht es ja auch. Aber fangen wir erstmal mit dem nach unten an. Damals hat ja der Dow Jones dann über 20% an einem Handelstag verloren. Weißt du noch, was die Hösch-Aktie damals gemacht hat? Also meine Deutsche Bank-Aktie, die ich hatte, die hat sich ungefähr halbiert. Ja? Ja. Was, minus 50%? Ja, nicht an einem Tag, aber infolge des Crashs dann. Also nicht an dem Tag, aber die hat sich danach, ja, und dann hat es irgendwie 10 Jahre gedauert, bis sie da wieder da war. Und jetzt ist sie wieder da unten, wo sie noch viel tiefer. Anderes Thema. Also wie gesagt, meine Skala auf dem handgezeichneten Chart hat nicht ausgereicht. Aber das Gute war ja, ich glaube, die Verluste waren tatsächlich so in dem Bereich 50%, dass es ein, zwei Jahre später wieder da war, wo es vorher stand. Und ich habe halt nicht verkauft. Ich bin dran geblieben und habe mich nicht abschrecken lassen davon, dass es an der Börse auch mal ganz anders kommen kann, als man erwartet. Und hast du dann nachgekauft? Das aber auch nicht. Ich glaube, dafür hatte ich nicht genügend das Geld. Das sind ja die Mittel auch begrenzt. So ging es mir damals auch, ja. Und ich habe es damals ja auch ausgesessen. Aber ich habe ja auch schon öfters im Podcast gesagt, man kann gar nicht früh genug solche essentiellen und existenziellen Erfahrungen machen, ne? Damit man lernt, die Börse ist keine Einbahnstraße. Jetzt sagen aber viele, wenn man das erste Erlebnis, das prägt ja. Und wenn das so ein schlechtes ist, warum hast du dann, bist du dann trotzdem dabei geblieben und bist jetzt einer der größten Börsianer unserer Redaktion, würde ich mal sagen? Das war vielleicht ganz heilsam, dass es kurz nachdem ich eingestiegen bin, so einen Crash gab. Denn wenn man zu sehr verwöhnt wird von steigenden Kursen, ich glaube, das verdirbt einen. Ne? Man denke nur an den neuen Markt. Da neigt man dann etwas zum Überschwang, ist schon richtig. Neuer Markt ist ein gutes Stichwort dafür. Trotzdem ist es ja auch wichtig, dass man dann auch Erfolge hat. Ne? Weil immer nur Tiefschläge. Am Anfang ist es ganz heilsam, dass man sieht, Börse ist keine Einbahnstraße. Was kannst du nicht erinnern, was dein größter Anlegererfolg überhaupt war, mit welcher Aktie du am meisten Geld verdient hast oder prozentual die am meisten gesteigert hast? Das ist ein sehr schönes Thema, weil letztens hatte ich auch für die Welt über verzehnfache Aktien geschrieben. Also das ist ja das Wunderbare, wenn es eben so ein Geschäftsmodell gibt oder auch mal so eine Turnaround-Situation, also wo wirklich zum Beispiel ein Land die Kurve bekommt, was man gar nicht so erwartet hat, dann kann es ja an der Börse auch ein Faktor 10 nach oben gehen. Mhm. Und also die Indexfonds mit dem 8% Anstieg, dem zu erwarten in allen Ehren, aber das macht für mich auch mit zu den Reizen. Kleine Spitze gegen unsere ETF-Empfehlungen hier. Nein, also ich hatte Glück oder Erfolg mit indonesischen Aktien, die ich gekauft habe 2002. Okay, das war nach der Asienkrise. Vorher wäre es nicht so gut gelaufen. Ja, beim ersten Gehalt bei der Welt hat er gleich mal indonesische Aktien gekauft. Mit dem ersten Gehalt. Aber Indonesien war damals furchtbar unpopulär. Mhm. Es war nach dem 11. September 2001 und man dachte, dass Indonesien so ähnlich enden könnte wie Afghanistan. Also, dass das Land kippt und dem Islamismus zum Opfer fällt. Das ist das größte islamische Land, glaube ich, oder? Von der Bevölkerungszahl. So
ist es. Aber die Voraussetzungen waren doch ganz andere. Und die Aktien waren damals spottbillig. Also man konnte die Aktien Jakarta für ein Kursgewinnverhältnis von 5 oder 6 kaufen. Gut, gibt es jetzt auch bei manchen deutschen Automobilherstellern, aber das sind andere Rahmenbedingungen. Ja. Und also wir lernen, was unpopulär ist, das kann durchaus auch ein Verziehenfacher werden. Ein Mann nach meinem Geschmack, ein Geschmack, ein echter Antizykliker, ein Contrarian, wie man so schon sagt, einer, der sozusagen in den dunklen Stunden die Chance sieht, das sind die echten Optimisten und da kann man einfach am meisten Geld verdienen. Das ist so, nicht erst, wenn der aufspringt, wenn alle Börsen schon am Höhen Flugzeug. Aber wenn wir jetzt schon bei Anlegerideen oder Anlegerfehlern sind, vielleicht hast du noch ein paar mehr, die du all den Menschen, die vielleicht jetzt an die Börse streben, noch sagen kannst, was sie von dir vielleicht lernen können an Fehlern, die du gemacht hast, wo du dann vielleicht durchgehalten hast oder was anderes falsch gemacht hast. Also ich bilde mir immer ein, dass ich alle Fehler, die man als Börsianer machen kann, schon gemacht habe, bis ich dann einen neuen Fehler mache, den ich vorher noch nicht gemacht hatte. Aber so gefühlt habe ich wirklich schon alles falsch gemacht, was man falsch gemacht haben kann. Vor allen Dingen habe ich gemerkt, Timing ist nicht so meine Sache. Also ich versuche nicht den Markt irgendwie zu timen. Ich konzentriere mich eher auf gute Unternehmen, auf Stories, Großtrends, die mich überzeugen, aber versuchen den Markt zu spielen, das habe ich aufgegeben. Und war dieses Interesse an Börse dann auch der Grund für deine Berufswahl? Du hast ja erstmal eine Bankenlehre gemacht und bist jetzt Finanzjournalist geworden. Wie hat sich das alles entwickelt? Ja, da schlugen zwei Herzen in meiner Brust. Also ich habe mich für Wirtschaft sehr interessiert, aber ich habe mich auch für Sprache interessiert und Geschichte. Deshalb die Bankausbildung, es war was Solides, das hat man damals im Saarland noch so gemacht, wenn man auch noch nicht ganz sicher ist, jetzt von Seiten der Eltern, aus Sicht meiner Eltern, ob der Junge überhaupt studieren kann, ob er das Zeug dazu hat. Aber Banklehre. Okay. 2 mm Papier reicht ja nicht aus für den Kurssturz. Immer schauen, ob das auch wissenschaftlich ist. Das war noch eine etwas konservativere Herangehensweise als heute. Ich habe dann die Bankausbildung gemacht bei einer Bank, die heute nicht mehr existiert. Auch das ist schon Geschichte. Mal schauen, was aus der Welt so wird. So ist das, wenn man selber historisch wird. Nein. Aber ich betone, ich bin nicht schuld daran, dass die Dresdner Bank nicht mehr existiert. Also ist ja quasi aufgegangen in der Commerzbank. Ja, ich bin auch als Kunde von der Dresdner Bank. Zur Commerzbank gewechselt. Also, ja, wir haben ja jetzt unser Konto und haben jetzt nach 3 Wochen endlich unseren Brief bekommen. So ein Brief von dass Herrn du nicht so kreditwürdig und so. Und Bezug nehmend auf Ihren Anruf von so und so. Und dann schrieb jemand, nach 3 Wochen hat er dann irgendwie einen langen Brief, dass wir noch irgendwas noch eintragen müssen und so weiter. Und dann dachte ich mir, wer so Kollege arbeitet Chapitz diese Bank? Kollege unterbricht immer gerne interessante Gäste durch uninteressante Geschichten. Das also ist Daniel, doch, erzähl die du mal weiter. Ist, also, das ist doom to fail, das sag ich dir. Ja, das ist ja gut. Also wie dem auch sei, nach der Bankausbildung, die eine gute Zeit war, aber nur Bausparverträge verkaufen, das bringt es vielleicht auch nicht, wollte ich dann etwas ganz anderes machen. Und dann habe ich studiert Geschichte und Literaturwissenschaft. Und aber ich kann sagen. Ich dachte Linguistik noch. Linguistik, auch genau, noch. 3 Fächer. Ich bin auch noch Magisters, auch ein akademischer Grad, den es nicht mehr gibt. Noch etwas. In Österreich könntest du Herr Magister, das könnte richtig laufen. Da muss man immer sagen, ja, Herr Magister, heute Magister gar und Sie nun schon. Wie heißt das bei Goethe? Defner unterbricht gern mal mit seinen schlechten Gags. So, da war unsere spannenden mit Goethe-Gedichten Sollte es mir vielleicht auf die Kreditkarte drucken lassen. Aber ich habe dann, die Börse hat mich nie nachgelassen. Ich weiß noch, wie ich als Austauschstudent dann in den USA war, Baltimore. Und da habe ich halt, das war so 98, da hat das angefangen mit den Online-Brokern. Und wie ich da sozusagen Online-Aktien gekauft habe zum ersten Mal. Die waren dann ein bisschen voran und das war halt eine ganz neue Dimension, dass man eben nicht mehr anrufen musste. Nicht mehr hingehen musste. Ja. Aber da macht man ja schnell mal Klick und da muss ja auch Disziplin wieder her. Das ist ja wahrscheinlich auch eine schwierige Sache. Wie bleibt man da diszipliniert? Also ich sehe es ja bei mir, wenn ich dann so ein Trade Republic habe auf meinem Handy und denke so, kommen wir mal hier, mal da. Wie bleibt man da diszipliniert und macht nicht irgendwelchen Mist? Ja, auch das muss ich lernen. Okay. Und man lernt ja immer weiter dazu. Aber ich habe mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich so eine tolle Idee habe, dann warte ich erstmal noch einen Tag, schlafe nochmal eine Nacht drüber. Und ob ich die dann am nächsten Tag zu einem etwas schlechteren Kurs kaufe und so, das belastet mich jetzt nicht mehr so, wie es vielleicht früher bei dem jungen, ungeduldigen, ungestümen Eckart gewesen wäre. Okay. Aber das, also lieber die Zeit Euro, nehme ich mir. Lieber einen Euro später einsteigen, aber die Idee überdacht haben, als dass man impulsiv irgendwie reagiert. Ich bin ja da immer noch etwas impulsiver. Ich kaufe da erstmal die Aktie und dann lese ich nach. Ich habe dann, da überfällt einen so eine Kaufpanik und denkt, man muss jetzt unbedingt da aufspringen. Also das habe ich schon immer noch. Es ist einfach schwierig,
all diese Gefühle in den Griff zu bekommen. Aber da muss ich sagen, der Eckart, hier rationaler Anleger. Einmal drüber schlafen, das lernst du auch bei der Bundeswehr. Ja? Wenn du dich beschwerst, musst du erstmal vor jeder Beschwerde eine Nacht drüber schlafen. Hast du gedient oder was? Nee, ich war eine Woche bei der Bundeswehr mal. Eine Woche haben sie dich gleich rausgeschmissen, genau, das kann ich mir vorstellen. Ich, als nicht tauglich. Klasse. Ich war auf Sylt, das war total cool. Das war die, und da kam der verwirrte Champions. Das war die Kantine des Jahres. Wenn der Land verteidigt, da gab es Nutella in der Kantine. Okay. So, wirklich, anderes das war wunderbar. Thema. Ja, wir haben heute Gäste. Ja, stimmt. Aber weil du gerade so ein bisschen despektierlich gesagt hast, 8% jährlich, was wir immer propagieren, sozusagen mit einem ETF-Sparplan. Soll man seine Belege rausholen und sagen, ich wie viel muss er jetzt macht mit seinen Einzelaktien? Ich mache ja auch immer noch in Einzelaktien und so weiter mit allem möglichen Zeugs rum, aber wenn ich es in lange Sicht anschaue, wäre ich, glaube ich, wesentlich erfolgreicher gewesen, wenn ich einfach stupide meinen ETF-Sparplan gekauft hätte und sonst nichts gemacht hätte. Aber es hätte nur halb so viel Spaß gemacht. Also ich finde immer, der Spaßfaktor ist ganz wichtig, aber wenn du nicht ganz ehrlich magst, glaubst du wirklich, dass du über die Jahre besser warst, als 8% pro Jahr Rendite zu schaffen? Besser als der Markt, müsste man dann ja auch sagen. Also wenn ich das jetzt bejahe, komme ich ja etwas prahlerisch rüber. Aber du hast es doch bestimmt in dein Millimeterpapier eingetragen. Jahresrendite 1999 auf Millimeterpapier. Ja. Ja? Weißt du, immer noch. Also in den letzten Jahren war mein Portfolio immer besser als der DAX. Aber der DAX ist ja wohl total schlecht gelaufen. Seit 2015 ist es ein Underperformer. Da kannst du eine Aktie kaufen, bist du besser als der DAX. Der DAX ist total schlecht in den letzten 4 Jahren. Ja, Moment, aber der DAX ist ja auch ein Abstraktum. Der ist ja ein Konstrukt. Der DAX muss keine Steuern zahlen, wie ich es machen muss. Der hat keine Verwaltungsgebühren. Der hat keine Nachkosten. Der hat Barquote. Wow. Und, aber ich halte mir da jetzt nicht zugute. Ich würde sagen, wenn heute jemand einsteigt und anfängt, dann ist ein guter ETF das Basisinvestment. Das ist ja das, was wir propagieren. Wir sagen Basisinvestment, anfangen mit ETF-Sparplan. Wenn man kleinere Summen hat, in ETFs stecken, am besten diese weltweit anlegende, was wir immer empfehlen. Wir können ja gerade noch mal hören, was du empfehlen würdest. Aber auf der anderen Seite, wenn man da ein bisschen mehr Geld hat und ein bisschen spielen will, dann auch in Aktien. Deswegen wollen wir von dir natürlich wissen, was ist so du bist der Tenbagger-König. Was wäre denn jetzt für dich so ein Geheimtipp, was du vielleicht auch in deinem Depot hast, was wäre eine Aktie, die du empfehlen würdest? Also mit Geheimtipps ist ja so eine Sache und man sollte sich auch niemals in eine Aktie verlieben. Aber ich habe einfach mal 4, 5 Aktien mitgebracht. Ach, cool. Die zwei Bedingungen mitgebracht. Ich habe sie mitgebracht. Die erfüllen zwei Bedingungen. Mhm. Erstens, ich habe sie schon sehr, sehr lange, teilweise 20 Jahre. Oh, ein treuer Mensch. Ja. Und die zweite Bedingung, ich würde sie auch heute noch kaufen. Ja, das ist ja wichtig. Haben die Leute davon, sein Portfolio zu hören und dann zu hören, was am Top das vielleicht ist? Das ist ja das entscheidende Kriterium für ein Portfolio, dass man sich immer wieder dafür entscheiden würde, ja? Wie bei der Frau, mit der Ehefrau, dass man sie, ja? Ich würde das immer wieder machen, Daphne. Sehr gut. Das sag ich dir. Ja? Ich würde mich auch immer wieder für meine Freundin entscheiden. Ja? Sehr schön. Ja? Jetzt haben wir da kommen. Daphne, Eckart, willst du vielleicht auch noch was zu deiner Frau sagen? Sonst kommt es schlecht, wenn du jetzt nichts sagst. Also muss so, da hört sie dann mal so abwechselnd. Und die beiden haben sich ganz klar zu ihren Partnerinnen bekannt. Und warum hast du da nichts gesagt? Genau. Also, das wäre jetzt deine Chance. Ich würde mich immer wieder für meine Frau entscheiden. Sehr, immer. Sehr gut. Und die kommt aus Sachsen. So wie der Chapitz. Saarland und Sachsen, das ist auch... Das ist ein perfektes Gespann noch. So. Magst du eigentlich auch so Karnevalswitze wie AKK? Er soll jetzt seine Aktien mal erzählen. Ja, er hat 5 mitgebracht. Ja. Jetzt kommen die Leute, wo sind die 5 Witze? Erzähl mal was von unseren Frauen. Die sind vergeben. Also 5 Aktien. Ja. 5 Aktien, die ich schon seit sehr langer Zeit habe und heute noch kaufen würde, ohne Garantie, dass sie sich verzehnfachen würden. Wir geben, das sagen wir immer wieder. Wir geben hier keine Empfehlungen, wir übernehmen überhaupt keine Garantie und keine Gewähr. Das sind alles nur Meinungsäußerungen, Ideen, die wir hier äußern. Ja. Und jeder muss selber auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko seine eigenen Anlageentscheidungen fällen. Und das ist genau das Wesen der Börse. Keiner weiß es von uns. Und das sieht man in unseren unterschiedlichen Meinungen, die wir haben. Und wir geben nur Anregungen und dann muss man sich seine eigene Meinung bilden, aber handeln, weil wer nicht mitspielt, kann nicht mitgeben. Wichtig ist aber immer erst die Basics, also erst diese ETFs, die hier der Eckart so respektierlich und dann mit dem, dann kann man Spielgeld haben und mit dem kann man zocken. So, und jetzt kommen die 5. Sollen wir jetzt trommeln? Eckart-Tipp Nummer 1. Na gut, ich habe ja vorhin gesagt, wenn man Anteil hat über Aktien, dann hat man auch Anteil an der Wirtschaft und an der Gesellschaft und deshalb habe ich gerne auch Aktien, wo man merkt, dass sie vielleicht was Gutes Nachhaltig im weiteren Sinne. Ja. Aha, okay. Und deshalb eine Aktie,
die ich schon lange habe und die ich weiter gut finde, ist Deere, der amerikanische Hersteller von Landmaschinen, Traktoren. John Deere. Ja. Richtig, ja. Das ist eine. Das sind die grünen Bulldogs, ne? Aber ich komme ja vom Land, ne? Bei uns werden auch John Deere natürlich mit den gelben Streifen drauf. Ne? So ist es, grün, dunkelgrün mit gelben Streifen, soll Mais, die wichtigste Kulturpflanze im Mittleren Westen, symbolisieren. Mhm. Und das ist ein, ich würde mal sagen, ein amerikanisches Unternehmen, was auch Fahrzeuge herstellt mit 4 Rädern. Mehr Deutsche fahren ein John Deere als ein amerikanisches Auto bisher. Das kann sich jetzt ändern. Aber bisher ist es ein sehr erfolgreiches Unternehmen, was vor allen Dingen von einem Trend profitiert, nämlich dass die Weltbevölkerung wächst und auch ernährt werden muss. Vielleicht wird irgendwann in der Zukunft all unser Essen aus der Fabrik kommen. Das kann sein. Sowas muss man auch im Auge behalten. Mhm. Aber wenn jetzt die Weltbevölkerung nochmal wächst um 2 bis 3 Milliarden bis Mitte des Jahrhunderts, braucht man entsprechend mehr Nahrungsmittel. Und da stellt halt John Deere Maschinen her, die in der Landwirtschaft gebraucht werden. Und soll ich sagen, was die Aktie gemacht hat in den letzten 5 Jahren? Jedes Jahr 20,9%. Nee. In den letzten 5 Jahren. 20,9% hat der Eckert gekriegt. Gut, jetzt muss man ein bisschen Steuern ab, aber 20,9. Und wenn aber du jetzt mal siehst, den MSCI Welt, das ist ja unser Index, 10,97 in den letzten 5 Jahren, Jahr für Jahr. Und der DAX, den du hier irgendwie so gelobhudelt hast, nur 5. Wir nehmen halt den DAX natürlich auch als unseren Index, weil er hier lokal ist in Deutschland natürlich das Barometer, aber natürlich sagen wir auch besser weltweit anlegen. Aber die amerikanischen Farmer, die leiden ja gerade auch unter dem Handelskrieg, weil gerade China nicht mal so viel Soja aus Amerika importiert und so weiter und so fort. Hat sich das dann auch bei der John Deere-Aktie ein bisschen bemerkbar gemacht? Die ist diese auch sehr gut gelaufen. Ist nahe Rekord, das kann ich hier sagen. Ich habe hier gerade das System offen. Nahe Rekord. Wahnsinn. Fast allen Ländern der Welt vertreten. Wow. Und wie gesagt, es gibt nicht so viele amerikanische Industriewerte, die in Deutschland auch eine absolute Standardgröße sind. Warum gibt es da keine Konkurrenz? Man muss ja immer auch gucken bei Unternehmen, dass nicht irgendwie jeder in den Markt reinkommt und dann irgendwie die Marge wegkrämt. Es gibt ja Fendt zum Beispiel. Die gehören zu einem kanadischen Konglomerat, das auch von einem Deutschen geführt wird, muss man sagen. Und Fendt aus dem Allgäu, ne? Also es gibt schon auch deutsche Bulldogs, so ist es nicht. Ja, die aber zu Kanadiern gehören. Sind die auch interessant? Ja, es sind auch wie heißt das Konglomerat, also der Konzern? Weißt du das noch? Müsste man nochmal nachschauen. Richardshaus, wie heißt der Chef? Irgendwie so Richardshaus, egal. Darauf waren wir jetzt nicht vorbereitet, aber wie gesagt, es gibt auch andere, aber John Deere ist auf jeden Fall. Aber die sind innovativ. Das Schöne, was ich so gut finde, die schaffen halt ein Ökosystem. Also kommt zumindest perspektivisch auch künstliche Intelligenz zum Einsatz, um sozusagen die ganze Farm, die ganzen landwirtschaftlichen Anbauflächen zu überwachen und so halt gezielt die Ressourcen einzusetzen. Also Traktoren werden früher autonom fahren, tun sie ja teilweise schon auch als Auto in unseren Innenstädten, weil da ja auch keine Fahrradfahrer dazu kommen. Das ist ja auch viel einfacher, aber satellitengesteuert. Das ist ein ganz spannendes Thema, was du da uns vorgestellt hast. So, kommen wir zur Nummer zwei von Eckerts Top-Tipps. Nummer zwei. Unternehmen, die Welt besser machen. Ich habe ja vorhin erzählt, als ich ein junger Mensch war, hatte ich große Schwierigkeiten, Informationen zu finden. Alt. Und heute gibt es nämlich eine Erfindung, eine Firma, die es mir ermöglicht, in kürzester Zeit das zu finden, was ich suche. Google? So ist es, eine Findemaschine. Meinst du jetzt Alphabet? Ja, genau. An der Börse als Alphabet, und das ist auch ein großartiges Unternehmen, wo die klügsten Menschen der Welt arbeiten, zumindest die nicht im Staatssektor angestellt sind. Zumindest bei der Zeitung. Ja, also. Soll ich dir was sagen? Diese Aktie in den letzten 5 Jahren 20,2. Also der Eckert bringt hier nur Aktien aus seinem Portfolio, die mehr als 20% in den letzten 5 Jahren gemacht haben. Hat er vorher wahrscheinlich geguckt? Ich wette es. Du wirst hier keine Zehner kriegen. Mal sehen, wir gucken mal, was er noch hat. Also aber Google, es ist nie eine Garantie für die Entwicklung der Zukunft. Aber es ist natürlich trotzdem ein gutes Zeichen, dass das Geschäftsmodell doch zumindest in den letzten Jahren sich gut geschlagen hat. Was mir hier gefällt, ist, dass wenn du gelernt hast, mit so gigantischen Datenmengen umzugehen, vor allen Dingen dynamischen Datenmengen, wenn du die dann mit künstlicher Intelligenz auswerten kannst, dann hast du halt eine Möglichkeit, Produkte maßgeschneidert anzubieten, die jeden ansprechen im Grunde. Mhm. Aber der Kollege Chapitz und andere. Der wird jetzt gleich den Monopolfall ja andere Sozialisten in den USA fordern, die einfach die Zerschlagung. Das hat nichts mit Sozialisten zu tun. Die haben einfach mit unfairen Mitteln graben die einfach die unsere Werbedollars weg. So ja, unsere schon, aber in den die USA. Die haben halt übernommen einige Werbeanbieter und haben ein Monopol quasi im Internet. So ist es. Und das ist einfach. Vor allem, dass sie in Europa keine Steuern zahlen. Das, nicht nur das, sondern sie machen jetzt auch Rubrikenmärkte auf, mal so ein Jobportal und nehmen den ganzen Traffic
Traffic, den sie zum haben. Zum Beispiel dafür. Von Axel Springer. Ja, ja, und also, das ist einfach nicht fair. Und das genau. ist unfair. Und wenn du nämlich deine Marktmacht der einen Sache ausnutzt und ins andere überträgst, dann ist das misslich. Und ja. das ist dann ein Kartellfall. Und da ist die Frage nämlich, ist das nicht eine Gefahr für Google, für den Alphabet-Aktionär sozusagen, dass hier eine Zerschlagung droht möglicherweise? Auf jeden Fall. Du hast hier hast du ein politisches Risiko, aber ich finde das Grundprodukt, das Kernprodukt, die Geldmaschine hat, die Findemaschine Google, die ist weiterhin so ein so gutes Produkt einfach. Seitdem es Google gibt, ist ja auch immer die Rede vom kommenden Google-Killer, der ein besseres Produkt anbietet. Mhm. Aber bisher ist alles, was ich in der Hinsicht gesehen und ausprobiert habe. Wolfram kam immer wieder ein Name auf, aber kommt reicht bei weitem nicht heran. Mhm. Und außerdem, wenn du was zerschlägst, wenn du mal guckst, als AT&T zerschlagen, so ein andere, war nach ein paar Jahren die einzelnen Sachen viel mehr wert. Also wenn du zum Beispiel Amazon fast zerschlagen würdest und du hättest dann irgendwie die AWS, diese Sparte und die andere, wäre es viel mehr wert als Amazon alleine. Insofern also, ist das gar nicht so schlecht. Genau. Gut, auch Standard Oil ist zerschlagen worden und später ist aus einem Teil von Standard Oil Exxon geworden. Bin kein großer Fan von Ölaktien, sage ich gleich dazu, aber dass die Geschichte von Exxon war ja auch eine sehr erfolgreiche über die lange Zeit des Ölzeitalters, kann man sagen. Ach, sie haben die hohe Dividendenrenditen Öl. Du willst Nummer drei? Na gut, dann halt genau. Nummer drei. Jetzt müssen wir mal nach Deutschland kommen. Richtig. Ah. Ja. Also in Deutschland würde ich eine Aktie aus dem DAX nennen, nämlich die Allianz, ein Versicherungswert. Ja, es ist ein Finanz. Man wundert sich immer, dass es deutsche Finanzwerte gibt, die aber trotzdem gut gelaufen sind. Die Allianz macht eben nicht ganz so viele Schlagzeilen wie manche Banken, die noch im DAX sind, aber sie hat halt ein stabiles Business. Das ist halt Versicherungsgeschäft, das übrigens auch eine riesige, historisch betrachtete riesige Errungenschaft ist, dass man als jedermann, als Alltagsmensch alle möglichen Risiken absichern kann. Das ist ja wirklich voll und ganz versichert. Gibt's nicht. Denn deine Allianz ist immer an deiner Seite. Ist es nicht irgendwie? Denn wer sich Allianz versichert, der ist voll und ganz gesichert. Also es gibt auch so immer so ein paar. Also ich kann nicht so schön singen, aber ein mit dem Glück, der schließt ein. Genau, ein festes Bündnis mit dem Glück. Genau, so. Sehr gut. Und die Aktie hat nur 15% pro Jahr in den letzten 5 Jahren gemacht. Aber auch eine schöne Dividendenaktie, ne? Also hat auch eine hohe Dividende, wobei ich kein Freund bin von hoher Dividende, der Dividenden willen. Das halte ich auch übrigens für einen der Fehler, wenn man wirklich nur Dividendenstrategie sucht, um halt eine hohe Dividende abzugreifen. Man darf aber nicht vergessen, die Dividende, die ausgeschüttet wird, wird ja vom Kurs abgezogen. Also an dem Tag hat man praktisch plus minus null, zahlt noch seine Steuern obendrauf. Und eine richtige Dividendenaktie ist eine Aktie, die halt die Dividende steigert im Laufe der Jahre. Das geht aber nur, wenn das grundlegende Geschäftsmodell stabil ist und auch noch Wachstum bietet. Da gehört die Allianz dazu. Die musste nur einmal in der Finanzkrise die Dividende etwas senken, aber ansonsten stabil über viele, viele Jahre. Schon fast ein sogenannter Dividendenaristokrat. Ja, es geht in die Richtung. Gut, jetzt haben wir die dritte. Jetzt kommt Nummer 4. 4. 4 gewinnt. Wer gewinnt bei Eckart? Ja, jetzt kommen wir zu Nebenwerten. Da gefällt mir... Jetzt wird etwas riskanter. Okay. Ja, das waren bisher ja eher so Blue Chips, oder? Ist auch dir ein Blue Chip? Ist auch ein Blue Chip, oder? Für amerikanische Verhältnisse schon fast ein Nebenwert, aber. für uns schon. Ja. Okay, jetzt kommen kleinere Werte. Die sind riskanter, gleich vorweg zu sagen. Ja, es ist ein Bereich, der mir persönlich sehr gut gefällt, nämlich Medizintechnik. Medizintechnik macht unser Leben besser im Sinne von, es hilft halt Menschen zu heilen, ihnen das Leben zu erleichtern. Und es ist ein hochinteressantes Segment, weil du da ja. Du hast einmal das Wissen und dann kannst du mit den einfachsten Materialien oder einfachsten Substanzen, Medizin, technische Geräte herstellen, die aber einen enormen Fortschritt bringen, also deine Gesundheit verbessern, Leben verlängern. Und so eine Firma gibt es auch in Deutschland, die sitzt sogar in Ostdeutschland, nämlich Carl Zeiss Meditec. Das ist ein Unternehmen im Bereich von Augenheilkunde, Laserbehandlungen und so weiter. Ist das erfolgreichste Unternehmen in Ostdeutschland und hat auch eine Geschichte, die zurückreicht bis ins 19. Jahrhundert. Also am Standort Jena ist da immer schon viel geforscht worden, was optische Industrie, optische Geräte und halt auch Medizin angeht. 35,8% pro Jahr in den letzten 5 Jahren. Carl Zeiss Meditec. Das traut man dem gar nicht zu. Wenn du in Jena Paradies am Bahnhof stehst, das sieht sie nicht so paradiesisch an, aber es scheint da Unternehmen zu geben, die paradiesische Renditen haben. Wunderbar. Ja. Tatsächlich ist das sogar eine Aktie, die auf 10 Jahre sich verzehnfacht hat. Also eine von diesen Faktor 10, 8 Aktien. Ein Tenbagger. Die es in Wahnsinn, Deutschland nicht sehr häufig gibt. Und du hast die 10 Jahre jetzt schon? Schon länger. Er hat sie über 20 Jahre, hat er gesagt. Ja, ein gemachter Mann, dass er überhaupt noch zur Arbeit kommt hier. Okay. Also hobbymäßig. Ja. Weil er mit Chapitz in einem Büro ist. Ne? Unbedingt. Also ich meine, Zwischenfrage. Ich
meine, ist das total nervig oder aber ich meine, er kommt. Wir sind ja unter uns. Ja, ja, genau. Er kommt ja auch immer zu spät. Ja. Kommt er so zur Redaktionskonferenz auch immer zu spät und so? Das machen wir telefonisch, also, lieber. Da musst du nicht mehr, es gibt keine Präsenz, es gibt nur freitags eine Präsenzkonferenz um 11. Und bis dahin schafft es der Chabitz auch mal in dein Büro. Aber da hast du dann morgens und so immer Ruhe im Büro und so. Das ist ganz angenehm. Naja, das kommt darauf an. Ja. Aber sonst kommt ihr noch aus, noch halt in Jahren. Ja, ohne wäre es langweilig. Also ich wüsste gar nicht mehr, wie es ohne geht. Ja? Siehst du, mir geht es ja auch so. Ja. Ja. Man braucht immer ein bisschen Reibung. Ja. Carl Zeiss Jena. Carl Zeiss Meditec. Carl Zeiss Jena hieß der Fußballverein. Carl Zeiss Jena hieß der Fußballverein. Ja. Carl Zeiss Jena. Aus Jena. Ja. Jetzt kommen wir noch zum fünften. Ja, das dein fünfter Aktientipp. Noch ein deutscher Wert, weil ja die deutschen Werte vielleicht etwas... Pünktlichkeit, Ehrlichkeit. Ja, aber das jetzt vielleicht, das ist der DAX-Aufsteiger, das ist MTU Aero Engines. Den hatte ich mal als Bulle der Woche. Er aufgestiegen ist. Ja, und? Also ich meine, es ist nicht so, dass wir vorher die Entwicklung mitgemacht hätten, weil wir ein Geheimtipp haben. Hast du vielleicht von mir hier Beyond Meat schon gehört, du Penner? Wusstest du, dass hier irgendwie WeWork nicht funktioniert? Wusstest du das und das? Das stimmt. Aber, ehrlich jetzt mal, hier mich hier so runterzumachen. Vor MTU haben wir halt erst nach. Aber es war ein guter Anlass. Wunderbar, wunderbar. Okay. Jetzt lernen wir auch, warum das ein guter Anlass war. Da war ich Aktionär der ersten Stunde. Also ich war schon beim Börsengang dabei. Das müsste 2005 gewesen sein. Aus heutiger Sicht zum niedrigen Preis. Aber man sagt ja immer, IPOs bieten dem Aktionär einen schlechten Preis. Aber es gibt auch Gegenbeispiele. Die stellen Turbinen her und sind für die Instandhaltung, Wartung von Turbinen zuständig. Also Turbinen für Flugzeuge. Und die Flugindustrie, da gibt es keinen Zweifel, die wird weiter wachsen. Mit anderen Triebwerken, vielleicht mit effizienteren. Da wird sicherlich jetzt die Frage nach CO2-Einsparung eine Rolle spielen. Aber neue Triebwerke ist ja nicht schlecht, wenn man so eine Firma hat, die innovativ ist. Aber können die auch Wasserstoff und Strom? Oh, ich glaube, da ist zu früh, sich jetzt auf eine Technik festzulegen. Nee, aber können die das auch? Die Frage ist ja, wenn das passiert, kann ein MTU sagen, okay, ich baue Teil der Turbine, wenn du dann irgendwie so einen Verbrennungsmister nur hast, so wie Conti, dann müssen die irgendwie wegen des Umbaus nach Strom, müssen sie halt relativ viele Leute entlassen und haben nicht mehr so viel Produktion. Das wäre wichtig. Können die das? Bestimmt, oder? Da muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Okay. Also deutsche Ingenieurskunst ist auf jeden Fall sehr erfindungs, sagen reich und innovativ. Und dann werden sie auch so einen Wandel bestimmt. In den letzten 5 Jahren 31,95% haben mehr pro Jahr. Also nicht irgendwie insgesamt, pro Jahr. Wahnsinn. Okay. Nicht schlecht, diese 5 Aktien, die uns der Kollege Daniel Eckert mitgebracht hat, weil du gerade Dividenden angesprochen hast bei der Allianz. Bist du grundsätzlich auch ein Freund aber von Dividendenstrategien, also auf das Dividende-Auswahlkriterium? Also es gibt 2 große Fehler, die ich gemacht habe im Laufe meiner Börsianer-Karriere. Das eine ist immer die billigsten Aktien zu suchen, im Sinne zum Beispiel von niedriges KGV. Das hat sich für mich überhaupt nicht bewährt. Also hat sich herausgestellt, die Aktien waren billig, aber sie waren aus einem sehr guten Grund billig und waren dann auch weiterhin billig und sind noch billiger geworden. Also das hat sich für mich überhaupt nicht ausgezahlt. Und was auch keine gute Idee war, halt nach der Höhe der Dividende zu gehen. Wenn ich Der Dividendenrendite, genau. Also wenn du da siehst, du hast 8% Dividendenrendite und denkst, ja, da kann ja gar nichts passieren. Das war meistens sozusagen ein falscher Freund, der dann dazu geführt hat, dass die Dividende vielleicht im nächsten Jahr gekürzt wurde oder irgendwann ganz ausgefallen ist. Also das ist häufig ein falsches Signal und deshalb würde ich auf keinen Fall als erstes Kriterium nach der Dividende gehen. Also wenn die Firma eine schöne Ausschüttung abwirft, eine schöne Rendite bringt, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber dass ich da nach 6 oder 7 oder 8% Dividende gehe, ist überhaupt keine Aber schöner Freund oder falscher Freund, so richtig wie Freunde sind seine Aktien. Das ist ja richtig so vermenschlichte Anlagewelt. Das ist doch schöne wunderbar. Begriffe, die er verwendet. Ja, auch die findende Maschine. Er ist ja auch Linguist. Ja. Er ist ja Linguist, nicht so wie irgendwie billiger Ökonom. Ja, auch die Dividenden-ETF, da muss man sehr genau hinschauen. Es gibt also wirklich Spezialisten, die haben dann Dividendenrenditen, schütten dann auch quartalsweise oder monatlich sogar aus. Und dann sieht es so aus, als hätte man da einen guten Fang gemacht mit diesem Dividendenfonds. Mhm. In Wirklichkeit hat er aber nur Krücken praktisch im Portfolio. Und das liegt daran, ja, er geht halt nach der reinen Höhe der Dividendenrendite und wählt die Aktien danach aus. Da gibt es als ETF oder aktiv gemanagten Fonds, egal. In Wirklichkeit macht der Fonds dann aber plus minus null oder der Wert des Fonds sinkt sogar. Du hast die Dividende und wägst dich vielleicht in der schönen Illusion
Diskussion, dass du jetzt ein Schnäppchen gemacht hast, aber das ist gar nicht der Fall. Da muss man sehr aufpassen. Aber kann ich denn diese Aristokraten-ETFs dann nehmen? Weil das sind ja welche, die eine lange Historie haben und die werden ja auch gnadenlos rausgeworfen dann, wenn jemand nach 10 Jahren dann mal nicht liefert oder kürzt. Ist das eine Alternative? Weil ich will, wenn ich jetzt die Dividenden-Sachen raussuchen will und da möglicherweise regelmäßige Ausschüttung haben will, könnte das ja sinnvoll sein, mir so einen ETF zu suchen. Welcher ist es dann? So ein Aristokrat? Also, Aristokrat geht ja ganz anders vor. Also während so ein Dividendenfonds nach der Höhe der Dividendenrendite geht, sucht der Aristokratenfonds ja Werte aus, deren Dividende steigt. Und das ist ja meistens bei Unternehmen der Fall, die so auf dem Wachstumskurs sind, irgendwie einen neuen Trend begründen, ein neues Geschäftsfeld aufmachen. Das erlaubt denen, die Dividende zu erhöhen. Also es ist also praktisch nur die Ableitung. Die Dividende ist so wie ein Fähnchen, an dem ich ein gutes Unternehmen erkenne. Mhm. Deshalb halte ich von diesen Aristokraten sehr viel mehr als von dem reinen Etikett Dividende. Mhm. Vor allem, weil es ja wirklich über 20 Jahre, glaube ich, gehen muss, dass die Dividende steigt, bis man wirklich sich Aristokrat nennen darf. In Deutschland ist, glaube ich, nur Fresenius, die es mal in diesen Aristokratenhimmel geschafft haben. Vielleicht kommen wir dann mal zur Serie auch letztendlich, weil das war jetzt sozusagen spannende Sachen. Super spannende Sachen von Daniel Eckert und seinem privaten Depot. Also Chapeau, muss ich sagen. Und da sieht man mal, was man an der Börse einfach verdienen kann und was man eben mit Einzeltitelauswahl auch machen kann. Und seine Freunde dann benennt. Falsche Freunde, gute Freunde, richtige Freunde und dann einfach auch mal anschimpfen kann. Beschimpfst du dann deine Freunde auch im Portfolio so. Also dann wäre ich kein echter Börsianer, wenn ich nicht einmal fluchen würde. Okay. Also aber wie schnell verlierst du dann die Geduld? Ich meine, du hast jetzt erfolgreiche Aktien mitgebracht, aber wann werden die bei, setzt du zum Beispiel Stop-Loss-Kurse, wovon ich zum Beispiel überhaupt kein Freund bin, oder wann fliegen die bei dir raus? Also mit Stop-Loss und Trailing-Stop-Loss habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Also gerade Trailing-Stop-Loss. Also man lernt aus seinen Fehlern. Das ist ein ganz wichtiger Grund. Ja, in volatilen Märkten ist mal ruckzuck mal ausgestoppt und da gibt es mal einen schwachen Tag dazwischen. Aber wie schafft man es, die Verluste trotzdem zu... Man kann sie ja nicht ganz ausschalten, aber vielleicht minimieren. Vielleicht kann der ein oder andere nicht so wie der Defner sagt, 50%, da sitze ich daneben und guck lustig. Der ein oder andere sagt ja vielleicht nach 20%, ist der Schmerz, nimmt zu und das will ich nicht. Wie kriegt man das dann hin? Also ich würde nicht sagen, dass ich vollkommen unempfindlich bin gegen Buchverluste. Also wenn mein Portfolio 20% unter dem Höchststand liegt, dann tut mir das auch weh. Aber ich habe gelernt, das auszuhalten. Ich trenne mich eigentlich niemals aus Markt-Timing-Gründen von Aktien. Nur wenn ich merke, die Grundannahme, die funktioniert nicht mehr. Also das, die Grundannahme mit dem Geschäftsmodell, die war falsch. Wobei erschwerend hinzukommt, dass ich wie viele Deutsche ja dieses alte Vorabgeltungssteuerportfolio habe oder noch Aktien aus der Vorabgeltungssteuerzeit, was aber eigentlich auch ein schlechter Ratgeber ist. Also wenn man merkt, zum Beispiel deutsche Autoaktien, da funktioniert einfach das Geschäftsmodell nicht mehr in der Form, die kommen in eine schwierige Zeit, dann ziehe ich die Reißleine und danach unabhängig davon, ob die jetzt 15, 20 oder 50% verloren haben, denn solche Sachen gibt es in meinem Portfolio auch. Das war emotionslos. Ja, eine Aktie steht da schon mal 50% im Minus. Das ist okay, nicht das schön. Beruhigt uns auch und das muss man eben auch wissen, weil das klingt jetzt alles natürlich so toll, 20% pro Jahr und so weiter, aber dazu muss man eben auch in Kauf nehmen, dass halt die eine oder andere Aktie dann auch deutlich federn lässt und da sagt dann. Und die Verlustaversion, wie hält man die aus? Ich meine, die Leute wollen ja keine Verluste machen. Niemand will sich eingestehen, denn wenn du die Aktie verkaufst mit 50% Minus, dann hast du ja schwarz auf weiß, ich bin ein Idiot, oder in Anführungsstrichen Idiot. Wie kriegt man das hin, dass man sagt, ich mache das trotzdem und nicht wartet, bis die Aktie wieder auf dem Einstiegsniveau ist und dann hat man nur so Einstiegsniveau-Aktien in seinem Portfolio? Doch, da würde ich ja schon zustimmen. Also ich fühle mich dann auch wie ein Idiot. Warum habe ich diese Aktie gekauft? Was habe ich übersehen? Doch, das ist dann auch kein schönes Gefühl. Ich gebe zu, meistens brauche ich, um eine Aktie zu verkaufen, dann einen Auslöser schon. Mhm. Zum Beispiel, wenn eine deutsche Automobilaktie sagt, wir kürzen jetzt die Dividende in einem Jahr wie 2019, wo eigentlich die Geschäftszahlen noch ganz gut aussehen, wo eine gleichbleibende Dividende möglich wäre und dann sagen, wir kürzen die Dividende, dann heißt das für mich, das ist jetzt Zeit, Abschied zu nehmen. Klingt nach Daimler. Okay, dann würdest du auch sagen, okay, lieber das Eingeständnis, ich habe dann
einen Fehler gemacht und das Minus mitgenommen, als daran festzuhalten. Das ist auch eine Sache, die noch... Ja, das tut weh und das ist halt auch etwas, was bei Einzelaktien anders ist, als wenn du einen ETF kaufst. Da gehst du halt mit dem Markt hoch und runter, meistens hoch zum Glück. Wobei die letzten Jahre, muss man ja sagen, da ist man sehr verwöhnt worden und das muss man auch nochmal betonen. Die Zeiten, dass ETF, gerade euer MSCI World ETF, der enthält ja sehr viele amerikanische Aktien. Wir sagen immer MSCI World All Country. Ja, also damit auch die sozusagen Schwellenländer noch mit drin sind. Ja. Emerging Markets ein bisschen. Aber der hält halt auch viele Amerikaner. Ja, trotzdem 50%. Ich glaube 50% Amerika hast du. Ja, aber nicht 60% wie der MSCI World. Das stimmt. Trotzdem ist ja auch die größte Volkswirtschaft, aber enthält. In der Tat. Also auch das ist nicht risikolos. Das und man sagen muss auch wissen, wenn nächstes Jahr Wahl ist in Amerika und Trump nicht mehr gewinnt, dann vielleicht Frau Warren, die ja so ein bisschen. Ja, die Frau Warren wird nie gewählt. Die wird doch nie US-Präsidentin. Also, weißt du es? Oder irgendjemand Demokrat? Können wir gleich mal wetten. Also, nein, aber wir wollen ja... Ja, aber das ist trotzdem ein Risiko. Natürlich. Das musst du halt wissen. Ja, logisch. Es gibt ganz viele Risiken. Ja, also müsste wissen, wenn man diesen Index hat, dass man mit 50% in Amerika dabei ist. Und das sollte man auch wissen, wenn man diesen Index hat. Das ist ganz richtig. Absolut. Aber es kann ja auch im Handelskrieg eine Einigung geben. Und dann ist man auch wieder nach oben mit dabei. Und ab geht's. Ja, weil es steht ganz kurz bevor übrigens. Der Handelskrieg. Ich weiß. Es steht ganz kurz. Weil immer wenn der Trump irgendwie im Rücken zur Wand steht, gibt es diese Tweets. Ist schon mal aufgefallen, dass das immer das gleiche Muster ist? Ja, die Muster. Ja, die Muster. Ja. Aber wir wollen jetzt, jetzt wirklich viel über dich und dein Portfolio und das war super spannend, aber wir wollen ja gerne auch über eure Serie reden, Mein Geld. Da geht es ja noch ein bisschen grundlegender ran. Das war jetzt sozusagen, der erste Teil war schon mal für den fortgeschrittenen Podcast-Hörer und Anleger und so weiter, der jetzt wirklich auch sich an Einzelaktien heranwagt. Aber viele steigen ja in diesen Zeiten der drohenden Minuszinsen sogar auf für Kleinsparer überlegen sich, wir müssen umdenken und wie kann man sein Geld vielleicht mal gewinnbringender anlegen und so weiter. Da geht es auch los mit der Serie. Die Frage ist, wie komme ich zum perfekten Portfolio? Und ich habe wirklich jetzt mal, der erste Teil ist am Sonntag dann schon gewesen, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Und ich habe wirklich mal geguckt, wie kommt man da hin? Und am Ende habe ich festgestellt, man muss sich dummerweise wirklich relativ doll selber kümmern. Weil man kann natürlich gucken, dass man Helfer findet, aber die meisten Helfer wollen entweder Provision machen oder aber sind sehr teuer oder aber sind zweifelhaft. Also selbst wenn man jetzt, wenn man hier im Podcast ist, haben wir die Menschen schon gehört, was so wie so ein Grundportfolio aussieht. Aber viele fühlen sich ja dann doch überfordert, das selbst zu machen. Und dann gehen sie vielleicht zum Bankberater oder vielleicht einen Honorarberater und so weiter. Aber das ist... Es funktioniert wirklich extrem schwer. Und man muss, wenn man zum Berater geht oder wenn man selbst zum Honorarberater geht, den man bezahlt dafür, muss man trotzdem mit Vorwissen kommen, um nicht irgendwas dann aufgeschwatzt zu bekommen, was dann zu einem nicht passt. Und deswegen ist es wirklich wichtig, egal welchen Weg man geht zum besten Portfolio, dass man Vorahnung hat, um zumindest dann auf Augenhöhe mit demjenigen, der einen berät, dann da aktiv zu sein. Weil man sich ja auch, wenn man ein Auto kauft, sich erstmal schlau macht. Ganz und nicht genau einem so Gebrauchtwagenverkäufer irgendein Auto abkauft, aber genauso macht es der Deutsche bei seiner Geldanlage. Und Daniel, du warst ja nun auch Bankberater sozusagen, Bankkaufmann und bist jetzt Finanzjournalist. Was würdest du denn raten, aber einem, der sagt, ich will mich aber wirklich nicht so richtig intensiv damit auseinandersetzen, das ist mir alles ein böhmisches Dorf. Wie mache ich es denn dann? Also gute Frage, ja. Also ich würde empfehlen, mit einem Sparplan anzufangen, weil der Sparplan, der bringt schon mal die Disziplin mit. Und da ist natürlich der Weltaktienmarkt das, was langfristig gerade für einen jungen Menschen das Attraktivste ist. Einfach, es ist auch ökonomisch zu erklären. Also Unternehmen bringen halt eine höhere Rendite, weil sie Wertschöpfung abbringen, weil sie Innovation bringen in einer Volkswirtschaft als Anleihen. Also wenn man Staatsanleihen hat. Das war schon früher so. Das ist jetzt noch mehr, wo es den Minuszins gibt, der eine Verzerrung darstellt. Aber rund um diesen Kern von Weltaktienmarkt, MSCI World oder All Countries, wie auch immer, sollte man auch andere Fonds dazu kaufen. Ich bin dafür, dass jeder auch einen Anteil seines Geldes in Gold investiert. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber für mich gehört Endlich das mal auf meiner Seite. Stabilisierende Komponente dazu. Ich erkläre auch gleich noch gerne warum, aber man kann ja auch in den Immobilienmarkt investieren, zum Beispiel über einen ETF. Also es gibt ETF, die Immobilienaktien enthalten und wenn man einen solchen ETF hat, dann ist man auch gleichzeitig Immobilieninvestor. Also schön diversifizieren, streuen, damit man nicht ausrutscht. Genau, und ein richtiges Portfolio ist ja nicht nur das,
dass man den Sparplan mit MSCI World hat, sondern noch was drumherum, oder? Ja, es ist ja, wie er sein Geld über nicht nur Aktien, sondern auch über andere Anlagevehikel gestreut haben. Und wie macht man das am cleversten? Indem, du hast ja schon gesagt, ja, einmal ETFs für du kannst ja zusätzlich zu dem Weltaktien-ETF, den du hast, kannst du auch noch einen Sparplan einrichten, zum Beispiel für einen Gold-ETF. Damit hätte ich jetzt kein Problem. Andere kaufen Gold nur für sich. Da muss man natürlich bedenken, wenn man dann das in kleinen Stücklungen macht, dann zahlt man immer ein hohes Aufgeld für die Goldmünze oder für den Goldbarren. Da würde es jetzt sich dann anbieten, wenn man wirklich Gold für sich haben will, dass man nur einmal im Jahr zusammenlegt und dann sich eine große Goldmünze von einer Unze kauft. Mhm. Und wenn man das jetzt, wie gesagt, nicht selber machen will, weil man sagt, ach, das ist mir schon wieder so kompliziert. Wir haben ja oft hier Beispiele, dann kommen die Fragen und sagen, oh, die ETFs, ich finde es ja wieder nicht bei meinem Broker. So ist es. Haben so verklausulierte Namen und so weiter. Ich kann ja sagen, was du dann machst. Dann gehst du einfach zum Robo, etwa zu einem Guten. Aber auch da musst du vorher wissen, was du willst. Okay, aber wohin würdest du gehen? Würdest du zum Beispiel eher zum Honorarberater gehen, dem du einfach einen gewissen Stundensatz meinetwegen zahlst und sagst, jetzt berate mich mal und dann kauf mir günstige ETFs? Oder würdest du zu einem normalen Banker gehen, der ja sozusagen an den Provisionen verdient, wo man dann immer so einen komischen Beigeschmack hat? Irgendwie so? Also da kann ich wirklich aus Erfahrung sagen, wenn du zu einer Bank gehst, einer Filialbank, dann werden die dir dort zuerst mal, die werden sicherlich eine gute Beratung machen, wenn du an einen guten Berater gerätst, aber sie werden dir dennoch in erster Linie die eigenen Produkte empfehlen. Mhm. Also wenn du zum Beispiel zur Sparkasse gehst, dann wird das in erster Linie ein Deka-Fonds sein, den sie dir empfehlen. Das muss nicht mal ein schlechter Fonds sein, aber du hast dann halt nicht die Auswahl. Und ich sage auch, es ist besser, aktiv gemanagten Fonds zu haben, der vielleicht höhere Kosten hat, als gar nichts zu investieren. Also das ist immer noch besser, als wenn das Geld einfach nur auf dem Girokonto liegt. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay, dann hat man vielleicht nicht das Optimum, aber man hat auch nicht das Geld. Das predigen wir hier auch immer wieder. Einfach mal anfangen erstmal, auch mit kleinen Schritten und statt immer nur zu sagen, ich will die allerbeste Anlage und den allergünstigsten Broker und den allergünstigsten und den alleroptimalsten ETF, den wird man nie finden. Optimalsten? Da muss doch der Linguist jetzt hier schreien. Das tut weh. Optimalst. Ja, die Sprache verändert sich. Ja, das ist, man braucht einfach mehr Grautöne heutzutage. Der hat ja auch ein graues Hemd und eine graue Krawatte. Für Optimisten, da gibt's auch Steigerungen bei Optimum. Ja, genau. Ja, ist doch klar. Ja. Okay, also du würdest dann lieber auch zu einem Bankberater, als dass du gar nichts machst. Ja, so ist es. Im Vergleich ist es tatsächlich besser, einen aktiv gemanagten Fonds zu bekommen von deiner Filialbank, als das Geld auf dem Girokonto liegen zu lassen. Mischfonds ist ja auch so ein Ding, was du angeboten bekommst, wenn du in eine Filialbank gehst. Das ist eins der Lieblingsprodukte. Ja. Weil der Banker dann immer sagt, ja, da haben sie ja beide Chance und Risiko in einem. Genau. Und das spricht dem Deutschen dann so aus seiner Seele. Und derjenige, der irgendwie sozusagen erstmal psychologische Probleme hat, Aktien zu kaufen, dem wird es dann immer gerne als so sicheres Wasch Produkt mir den Pelz, aber mach mich nicht eierlegende Wollmilchsau verkauft, ne? Ich bin kein Freund davon. Das ist für mich wie so ein Mixgetränk, also Cola und Bier und alles, was da zusammen gepanscht wird. Also, man kriegt einen Kopf voll. Okay, das ist nicht. Dann lieber selbst das zusammenmixen, das ist dann das Bessere. Okay, das ist das Bessere, ja. Aber wie stehst du zu Anleihen zum Beispiel? Kann man auch über ETFs abbilden. Anleihen in diesen Zeiten, in denen zum Beispiel die Bundesanleihen fast alle nur noch negative Renditen aufweisen. Auf der anderen Seite mit den Anleihenkursen ja deutliche Kursgewinne gemacht worden sind. Aber haben wir da nicht eine Blase, die, wenn die möglicherweise zu platzen droht und wo eine scheinbar sichere Anleihe dann möglicherweise auch zu enormen Kursverlusten führen kann? Also die Staatsanleihenblase, wenn man so nennen will, die ist ja getrieben von den Zentralbanken zum großen Teil. Also insofern warte ich nicht, dass das wirklich platzen wird in nächster Zeit, weil die Zentralbanken das weiter durchführen würden. Die Frage ist, was bringt es für den privaten Anleger, da jetzt noch in Staatsanleihen einzusteigen, wenn es entweder gar keine Zinsen mehr gibt oder nur noch, indem er irgendwelche exotischen Staatsanleihen kauft. Also da sehe ich jetzt nicht mehr so große Potenziale einfach. Aber wie kriege ich dann diese sichere Komponente rein? Also es ist ja immer ein gut gemischtes Portfolio, hieß ja früher, man muss auch einen Anteil Anleihen haben. Und jetzt muss ich ja irgendeine andere Anlage finden, die zumindest diese Charakteristika von Anleihen hat. Nehme ich dann irgendwie dividendenstarke Aktien oder sonst wie? Dann, also es gibt ja noch Unternehmensanleihen, globale Unternehmensanleihen kann man auch über einen ETF abbilden. Da bekommst du schon noch Zinsen. Allerdings hast du natürlich da auch einen gewissen Währungseffekt drin. Ein Konjunkturrisiko, wenn man sieht, dass Thomas Cook mal pleite geht, dann sind die Anleihen nichts mehr wert. Futsch.
Und dann ist die große Frage, passive oder aktive Investments. Ist ja dann auch ein Thema bei euch in eurer Serie, es mein Geld. Um passive und dann geht es um aktive. Passive, das sind eben die ETFs, heißen deswegen passiv. Wir sollen auch immer zwischendrin nochmal erklären. ETFs sind ja passive Instrumente, die einfach nur einen Index wie den DAX zum Beispiel stumpf mehr oder weniger, wenn sie es wirklich gut machen, 1:1 abbilden, sodass man diese Entwicklung da mitmacht. Und da gibt es eben keinen aktiven Fondsmanager, der bewusst Einzeltitel höher gewichtet oder rauslässt oder reinnimmt. Ja? Und zum Beispiel dann gilt es auch bei den Weltindizes wie MSCI World oder MSCI All Country World. Da wird einfach so ein Index stumpf abgebildet. Was spricht denn aus deiner Sicht für und für diese ETFs zum Beispiel im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds? Also für die ETF spricht ganz eindeutig, dass sie niedrige Kosten haben. Also viele ETFs, die es heute gibt, da hätte ich vor 20 oder sogar noch vor 10 Jahren von geträumt, dass es gibt, diese Möglichkeit in einen bestimmten Markt zu investieren, ohne jetzt große Kosten dazwischen geschaltet, einfach abzubilden, den US-Aktienmarkt oder chinesische Aktien oder Nebenwerte Europa. All das ist ja mit ETF möglich. Also die Bandbreite, die man da hat, ist mittlerweile schon sehr groß. Die meisten Asset-Manager, die meisten Geldmanager, die überschätzen ja auch ihre Möglichkeiten, den Markt zu schlagen. Das zeigen ja alle Statistiken. Deshalb die aktiven Fonds sind eben häufig von der Leistung, von der Wertentwicklung gar nicht besser als ETF. Und deshalb kann man sagen, ETF, das kann praktisch die Basis von jedem Portfolio sein. Ich sag mal so, grundsätzlich habe ich schon auch Bedenken, was die Wirkung von ETF langfristig auf den Finanzmarkt angeht. Also man muss sich immer mal durch den Kopf gehen lassen, so als Gedankenexperiment, wenn alle nur noch ETF hätten, also 100% des angelegten Geldes in den Händen von ETF ist. Wer ist Sozialismus. Wer ist dann gerade der Gegenpart, der mal auch in einer turbulenten Marktphase so sagt, ich habe die tiefen Taschen, ich packe jetzt hier 100 Milliarden oder 500 Milliarden auf den Tisch und kaufe. Das muss man sich schon klar machen. Also ich sehe da schon zumindest theoretisch am Horizont ein systemisches Risiko bei ETF. Aber es wird ja auf der anderen Seite nie passieren, weil 100% ETFs, weil spätestens, wenn die ETF-Quote sehr hoch wird, dann wird die Chance für den aktiven Manager, du hast es gesagt, bisher ist ja das Problem, dass die nie den Markt und also den ETF oder den Index schlagen in der Regel, also vor allem auf längere Zeiträume. Wenn nun immer mehr ETFs haben, dann hat der aktive Manager ja eigentlich viel bessere Chancen letztendlich, den Markt wiederum zu schlagen durch klug Entscheidungen. Sollte man denken, aber es gibt halt meines Erachtens diese natürliche Grenze des Wachstums von ETF. Die haben wir noch längst nicht erreicht, bei jetzt vielleicht 10% oder 20% Marktanteil der ETF, aber die gibt es. Das muss man sich klar machen einfach. Okay, und das Aktive, was spricht für aktiv? Aktives Management ist gerade dann gefragt, wenn du einen intransparenten Markt hast oder einen Markt hast, der sehr schwer zugänglich ist. Da können dann die ETF manchmal auch gar nicht sinnvoll wirklich investieren. Früher haben dann die ETF das ja versucht, synthetisch zu machen. Also die haben irgendwelche Swaps gekauft und haben so getan, als wären sie zum Beispiel in Vietnam investiert. Die Ukraine war ja einer der Märkte. Oder Kasachstan waren sie aber gar nicht. Es gab es bei Zertifikaten, gab es aber auch dann bei ETF. Und das ist dann so ein bisschen, naja, ich sag mal Panscherei. Das gefällt mir nicht. Es entspricht nicht dem Reinheitsgebot. Aber es gibt noch einen zweiten Fall, dass aktives Management besser sein kann, nämlich wenn du einen Markt hast, wo der Index von 3, 4, 5 großen Werten dominiert ist. Russland kann so ein Fall sein oder auch die Schweiz. Am Schweizer Aktienmarkt, wenn du da einen ETF kaufst, auf den Schweizer Aktienindex, musst du wissen, dass der Index von 5 großen Werten beherrscht ist. Ich glaube, die machen so an die 50% des der Marktkapitalisierung aus und entsprechend des Anteils auch von diesem ETF. Das kann gut sein, kann aber auch Probleme mit sich ziehen. Da hätte ich dann vielleicht lieber einen aktiven Index, der auch mal die schönen Nebenwerte da in der Schweiz aufgreift. Wenn du einen aktiven Fonds kaufen würdest, worauf würdest du dann besonders achten? Also die Historie, der Track Record, wie der Manager abgeschnitten hat, da kommt es viel auf den Manager an. Das ist natürlich auch keine Garantie für die Zukunft. Aber ich würde dann schon ins Portfolio reingehen und schauen, was hat der denn jetzt für eine Gewichtung hier? Nimmt der vielleicht übermäßiges Risiko? Da gibt es noch solche Risikomaße. Hat der Fonds im Verhältnis zum Gesamtmarkt größeres Risiko in Kauf genommen, um die Performance zu erzielen? Und so Sachen schaue ich mir dann an. Also wir stellen fest, du guckst dir erst einen Index an und guckst dir an, wenn der irgendwie Unwuchten hast und du trotzdem in den Markt willst, dann würdest du sagen, okay, dann machst du es über aktiv. Aber ansonsten, wenn man einen Index hat und du sagst,
der Markt, den ich da sehe und der Index ist ausgewogen, dann würdest du immer einen ETF machen. Kann man das so in etwa? In den meisten Fällen, in den meisten Fällen tut der ETF einen guten Dienst. Okay. Also es ist dann schon auch, die Märkte, die wir jetzt hier ansprechen, sind schon eher so, wenn man schon ein gutes Grundportfolio hat und jetzt noch perfektionieren will. Aber für die Grundbasis würdest du im Zweifelsfalle ETF und aber ich finde ja immer, wenn man dann ein größeres Portfolio irgendwann mal hat, dann kann man ja auch wiederum beides kombinieren, finde ich halt. Weil du hast gerade die auch theoretische finanzsystemische Risiken von ETFs angesprochen. Und warum soll man nicht sagen, okay, mache ich halt einen Teil auch in ETFs, in passive Investments und mache ich einen anderen Teil dann zum Beispiel auch in spezielleren Märkten. Ich habe zum Beispiel einen aktiven Fonds, der in Frontier Markets investiert. Wie heißt denn der? Guckst du mal nach? Der ist von Templeton. Ja, okay. Der ist aber auch nie so gut gelaufen, aber trotzdem, ich glaube an die Zukunft von eben, das sind ja die Schwellenländer vor den Schwellenländern, also Länder wie Vietnam, kleinere Entwicklungsländer eben, die so auf, und gerade Vietnam ist ja ein Land, das momentan unheimlich profitiert von China, dass viele Firmen da abwandern und so weiter. Also das sind sozusagen die kommenden Tiger möglicherweise. Und da, ja, er ist nicht so gut gelaufen. Minus 3,9 die Jahresrente in den letzten 5 Jahren. Ja, ja. Aber ich sitze es trotzdem aus, weil ich glaube, einfach langfristig glaube ich an die Idee und langfristig glaube ich auch trotzdem daran, dass hier ein aktiver Fondsmanager besser ist. Und wie gesagt, drum meine ich halt einfach, mischen auch hier aktive und passive Investments in seinem Fondsdepot. Und das kann auf jeden Fall nicht schaden, um auch da wieder gewisse systemische Risiken sozusagen abzumildern. Ja. Also es gibt auch noch den Fall in Emerging Markets, dass die großen Werte in einem Index halt der örtliche Ölkonzern sind, häufig auch noch mit staatlichem Einfluss, der örtliche Telekom-Konzern häufig mit staatlichem Einfluss. Dann hat man die halt als Klumpenrisiko in dem ETF und da würde ich mir, wenn es die Auswahl gibt, auch lieber dann einen aktiven vornehmen, der diese Klumpenrisiken möglichst vermeidet. Gut, wir machen noch ganz schnell den Schnelldurchlauf durch eure Serie sozusagen. Was sind Sie da? Wir haben eigentlich den Durchlauf gemacht. Versicherung, also wir hatten noch Versicherung und haben noch Immobilien. Ja. Und das ist, wollen wir Versicherung jetzt auch noch reden? Das ist, wir können es noch kurz noch anschneiden, würde ich sagen. Ne? Ja, was man für Versicherungen braucht, ob man Versicherung und Geldanlage. Man kann es dann nachlesen. Also wir sollten mal fragen, ist Versicherung und Geldanlage, sollte man das miteinander vermischen? Das ist eine Frage, die man immer wieder hört. Wir hatten auch viele Anfragen, sollte man eine Lebensversicherung machen? Ich würde sagen, nein, aber was sagst du jetzt? Ich habe keine Lebensversicherung. Insofern würde ich die persönliche Antwort geben, nein. Aber bei Lebensversicherung muss man ja unterscheiden. Ja, Risikolebensversicherung oder Lebensversicherung als Anlage. Das ist ja schon mal das Wichtige, was man unterscheiden muss. Ja gut, Risikolebensversicherung sollte man natürlich machen, wenn man eine Immobilie hat oder wenn man eine Familie hat, was auch immer. Aber die sind ja nicht teuer. Aber Lebensversicherung als Anlageobjekt ist ja ganz was anderes. So ist es. Da muss man genau hinschauen, was gemeint ist. Genau. Nach meiner Erfahrung braucht man vorwiegend 3 Versicherungen. Das sind nämlich Versicherungen, die Elementarrisiken absichern. Das ist eine Haftpflichtversicherung. Also wenn man so ein bisschen dusselig ist und man bringt halt einen Tanklaster irgendwie dazu, von der Straße abzukommen und der fährt in ein Haus und es gibt einen Sachschaden von 5 Millionen, ist man gut beraten, wenn man so eine Haftpflichtversicherung hat. So das wie der Holger zum Beispiel beim Fahrrad fährt. Ja. Sollte man auf jeden Fall eine haben. Ja. Nein, jeder sollte eine haben. Ja, das unbedingt. Jeder sollte eine Haftpflichtversicherung haben. Das ist eine Muss-Versicherung. Das ist wirklich ein Must, weil das Risiko so groß ist. Und die kostet auch nicht viel. Wenn man den Selbstbehalt macht, dann hat man auch die ganzen Täuschungen nicht dabei. Es geht nicht um die Vase, die man bei der Verwandtschaft umschmeißt, sondern es geht um die ganz großen Risiken, weil die können einen dann existenziell in den Ruin treiben. So ist es. Denn die zweite Versicherung, die man haben sollte, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist die Frage, die wir immer schon diskutieren. Aber sollte es eine Meinung? Ja, das sollte, also das ist ja auch ein existenzielles Risiko, wenn ich durch Unfall, Krankheit so eingeschränkt bin, dass ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Dann fällt halt sozusagen dieser Einkommensstrom weg und das Gute ist, Thema Fortschrittversicherung ist, ich kann mich dagegen absichern mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Allerdings sage ich gleich dazu, das ist alles in der Theorie sehr schön. In der Praxis gibt es da manche Hürde zu überspringen. Aber die diskutieren wir heute nicht mehr aus. Ja. Also und die dritte, die man deiner Meinung nach braucht? Das ist eine Hausratsversicherung, wenn man ein schönes Haus oder eine Wohnung hat, sollte man sich überlegen. Hausrat? Ja. Glaube ich nicht. Habe ich auch nicht. Oh, wir haben eine schöne Wohnung. Ich habe es nicht so mit den Versicherungen. Ja, aber ich meine, es kommt ja auch drin, kann man da viel klauen in deiner Wohnung, hängt da teure Kunst an der Oder wenn du, wenn der Geschirrspüler ausläuft und du auch deine eigene Wohnung ruinierst, dann ist es auch ganz sinnvoll. Nicht nur die Fremde mit deiner Haftpflicht, sondern auch die eigene. Dann könnte es sinnvoll sein. Ne? Okay. Ja, also das. Aber Versicherung, Immobilien haben wir auch noch, aber das haben wir jetzt ja schon besprochen. Das würde man beimischen und dann. Was hältst du aber von eigenen Immobilien, also reale Immobilien zu kaufen? Er wohnt zur Miete. Ich wohne zur Miete. Ich lege mein Kapital lieber anders an. Aber ich muss ja sagen,
bei der Vermögensbildung, wenn man sich das also so volkswirtschaftlich betrachtet, spielt die Immobilie eine sehr große Rolle. Fast alle Nationen, die ein höheres, wo der einzelne Einwohner ein höheres Vermögen hat als in Deutschland, da kommt es dadurch zustande, dass die Menschen auch eine eigene Immobilie haben. Die Eigentümerquote in Deutschland ist niedrig bei Häusern und Wohnungen, leider auch bei Aktien. Und das ist mit ein Grund, weshalb wir in Deutschland eben nicht so ein hohes Vermögen haben. Wir verlassen uns da ziemlich auf den Staat und die gesetzliche Rente. Die ist aber gar nicht nachhaltig, so wie sie jetzt finanziert ist. Und deshalb und auch viel zu wenig, ne? Eigentlich nur 50% vom letzten Netto. Eigentum, ne? Kapitalbildung, Selbstverständlichkeit. Ja, immer nach unserem Geschmack. Eigentum und Kapital. So. Und wir sagen es nochmal, zu all dem gibt es, Holger und Daniel, bei euch dann in der Welt viel mehr und nachzulesen. Welt am Sonntag, und in der Welt am Sonntag. Das gibt es dann auch bei welt.de zu finden. Wie finde ich das Ganze? Welt.de einfach ein. Ja, und es gibt sogar dieses, schon es klar, gibt sogar, es gibt so, nein, es gibt sogar ein. Gibt es da eine extra Rubrik oder ja, es gibt sowas? Eine Rubrik ja? auch, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, unter okay, was sie angelegt. Aber ein bisschen, einfach mein Geld eingeben und so weiter. Lesen, das, genau, das bildet ja sowieso und dann sowieso kann man auch mal ein genau bisschen gucken. Und dann findet man die auf allen einschlägigen Publikationen. Ja. Und wir sagen vielen Dank dem Daniel, der vielen hier Dank war. Und ich meine, so eine geldwerte Leistung, wer zwei Wahnsinn Stunden zur Verbraucherzentrale geht, muss 160 Euro bezahlen. Der Eckert hat also hier uns jetzt eine Gegenleistung von 80 Euro gebracht. Wahnsinn. Da sollten wir auch mal seinen Instagram-Account nennen, damit er, wir unbedingt haben ihm versprochen, damit er kommt, kriegt er 3 neue Follower. 3. Nein, viel mehr. Du würdest also sagen, 4? Ja, also wie heißt sein Instagram-Account? Er fotografiert nämlich auch ganz toll. Muss man cool sagen. Er ist genau ein richtig nicht guter so wie Fotograf. Wir hier so, nein, weiß nein, ich, Bilder er ist von uns richtig, selbst. Ja. Und also, Daniel, dein Instagram-Account. Der heißt Tiefseher. Und hinten, hinter dem R ist das E weg, das konnte ich mir nicht mehr leisten. Also. Deshalb heißt er, anders als bei Twitter, wo ich Tiefseher mit E bin, heißt der Instagram-Account Tiefseher ohne E hinten. Ja. Oder also unter Daniel Eckert findet man dich. Genau, da findet auch man dich auf diesen einschlägigen Plattformen. Wunderbar. Und deine Bücher gibt es auch nicht. Alles Gold der Welt. Wir haben auch über Gold nur ganz kurz gesprochen. Ich glaube, das ist in diesen Zeiten, wo der Goldpreis auch wieder steigt, also sicherlich nach wie vor von bleibender Aktualität. Nee, auf Weltkrieg der Währung. Du lernst was über Geschichte. Und diese ganze Währungsgeschichte, die du jetzt auch wieder hast, wo jemand fragt, muss ich irgendwie intervenieren und so weiter. Das kannst du in dem Buch schon nachlesen. Mhm. Ja? War also auf der Shortlist des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises 2010. Übersetzungen gibt es auch im Chinesischen, Koreanischen und Tschechischen. Ja. Ich habe es mir neulich mal auf Chinesisch geholt. Das Bildungsbürgertum. Nein, ich dachte, da hat er richtig viel verkauft und war nicht irgendwie mehr als 20.000 oder so? Ja, das war natürlich. Das war ein Bestseller. Okay. Bestseller. Ja. Bestseller-Autor Daniel Eckert heute bei uns im Podcast. Wir fühlten uns sehr geehrt. Schön, dass du da warst. Ja, danke. Und ansonsten sagen wir wie immer Tschüss. Und ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Defner. Und Schäpitz. Und der Eckert.